Die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag haben den Aktienmärkten einen neuen Schub verliehen. Gestern S&P 500 und Dow Jones auf neuem Allzeithoch. Der DAX wird heute mit Sicherheit ein neues Allzeithoch erreichen. Hier um und bei 15.300 Punkte. Ist jetzt alles bullish oder was? Ja, natürlich, was soll schon schiefgehen, denkt man sich, aber die Partystimmung ist ziemlich ausgeprägt und das könnte sich als kleiner Hemmschuh erweisen, als kleine Spaßbremse erweisen, wenn alle letztendlich von steigenden Aktienmärkten ausgehen. Dann heißt das eben auch, alle sind schon weitgehend investiert. Schauen wir uns mal die Ausgangslage für diese Handelswoche an, mit der wir hier jetzt zu tun haben. Wir hatten, wie gesagt, am Freitag die besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten, über 900.000 Stellen, 600 und ein paar zerquetschte 1.000 waren erwartet. Aber es kam jetzt nicht so fürchterlich überraschend, dass die Daten besser waren als erwartet. Das hatte man im Prinzip schon durch Big Data vorhergesehen, durch Mobilitätsdaten etc. etc. Wenn wir uns unten diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir, es fehlen nach wie vor 11 Millionen Jobs zum Trendwachstum am US-Arbeitsmarkt. Also so super gut ist die Lage da nach wie vor nicht. Das hat auch die Fed kürzlich durch einige Sprecher gesagt. Ja, da müssen wir schon noch mehr sehen an Erholung. Da reicht jetzt nicht eine gute Zahl etwa aus dem März. Wie gesagt, 11 Millionen fehlen da. Da ist also nach wie vor viel Schmerz bei vielen Leuten vorhanden. Gleichwohl, die Aktienmärkte haben Party gemacht. Hier mal der gestrige Verlauf, respektive auch vom Freitag. Wir sehen mit den Payrolls, mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, da haben die Futures einen Satz nach oben gemacht. Die Aktienmärkte, Kassamarkt war ja geschlossen, aber die Futures sind eine Zeit lang auf. Und wir sehen dann gestern der Nasdaq ganz, ganz stark, dann der S&P 500, dann Dow Jones und am schwächsten die Small Caps, Russell 2000, die zunächst mal am besten, am stärksten auf diese Payrolls reagiert hatten. Wir sehen gestern eher unten Healthcare, Real Estate und Energy. Der Ölpreis gestern ja deutlich unter Druck, 5% gefallen, während Kupfer etwa deutlich gestiegen ist, passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Öl wahrscheinlich auch beeinflusst durch diese ganze OPEC Plus Geschichte, Angebot, Nachfrage etc. Kupfer, wie gesagt, als Dr. Copper, als praktisch Barometer für die Weltkonjunktur, dagegen relativ stark. Und wir sehen Technology weit oben, Communication Services, Consumer Discretionary etc. Also das waren gestern die Gewinnerbranchen. Wir sehen, dass gestern Growth wieder deutlich stärker war als Value. Das zeigt sich dann eben auch zum Beispiel im Vergleich zwischen Russell 2000 und Nasdaq. Russell 2000 sozusagen als vermeintliches Value Play gegen den Nasdaq. Da sieht man, dass es da relativ nach unten ging, eben weil der Nasdaq so stark gestiegen ist. Und wir sehen, dass die FANG-Aktien auf neuem Allzeithoch sind, die ja eine Zeit lang gemieden wurden. Ab Mitte Februar ging es da ja nach unten. Da war ein bisschen Stress im System. Und wir sehen, das ist vielleicht kein Zufall, dass jetzt der Nasdaq sich besser entwickelt. Denn wenn wir uns mal die Aktien anschauen, die in den jeweiligen Indizes, nämlich S&P 500 und Nasdaq, über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, dann sind das beim S&P 500 86%, beim Nasdaq dagegen nur knapp über 40%. Das heißt, da war natürlich auch eine deutlich heftigere Korrektur im Nasdaq. Jetzt kommt dazu, dass, wie JP Morgan gezeigt hat, offenkundig viele den Nasdaq geschortet haben über das Triple Q ETF. Die haben sich abgesichert für bestehende Long-Positionen. Diese Absicherungen scheinen jetzt zu entfallen, so dass wir dann eben sehen, dass wir hier in der unteren Grafik anhand des Triple Q diese inverse Schulterkopf-Schulter-Formation sich jetzt zunächst mal nach oben aufgelöst hat. Wir sehen hier dann auch im RSI hier oben die Linie bei dem Triple Q, da ist auch noch ein bisschen Platz, also wir sind noch nicht extrem stark überkauft. Und wenn wir uns oben mal den Leitindex S&P 500 in einem Chart von Michael Silver, by the way, anschauen, dann sehen wir, ja, da ist noch ein bisschen Platz bis nach oben zur oberen Trendlinie, wäre so im Bereich 4100, 4120 um und bei. Wir sehen aber, dass der RSI schon relativ weit fortgeschritten ist, das heißt, da wird die Luft dünner, wir könnten also
weitere Zugewinne sehen beim Nasdaq, möglicherweise aber eben dann beim S&P 500 die Luft etwas dünner werden. Ähnliches gilt im Übrigen für den Dow Jones. Und die Stimmung ist sehr, sehr bullisch, nicht nur bei den US-Privatanlegern, wie wir am Donnerstag gesehen haben bei der AAII-Umfrage, die praktisch amerikanische Privatinvestoren erfasst. Wir sehen auch hier, wenn wir uns mal zum Beispiel Twitter-Umfragen, die in den USA sehr populär sind, anschauen, sehen wir, dass wir praktisch hier Bullen minus Bären auf einem neuen Allzeithoch haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Masse der Leute einen Crash erwartet. Das Gegenteil ist der Fall. Gilt auch für den DAX. Die DAX-Stimmung ist extrem ausgeprägt. Da ist aber auch die Investitionsbereitschaft relativ gering, wie Stefan Heibel gezeigt hat in einer Analyse auf finanzmarktwelt.de. Warum? Weil eben wir einen Lockdown haben. Klar, der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft, wie Wolfgang Müller von Finanzmarktwelt immer sagt, aber es ist eben doch so, dass wir eine durchaus problematische Situation hier in Europa insgesamt noch haben. Das betrifft dann eben auch die DAX-Konzerne, die ja vorwiegend nach Europa exportieren. Und man sagt sich, naja, wir sind schon ein bisschen hochgelaufen, so ein bisschen. Also man ist drin, aber man ist jetzt nicht unbedingt bereit, nochmal zuzukaufen. In den USA scheint das anders zu sein. Wir sehen hier die Equity-Sentimente fast auf einem 10-Jahres-Hoch insgesamt. Bank of America hat gesagt, also jeden Moment kann jetzt unser Sell-Signal getriggert werden. Das letzte Mal, als das passierte, war im Mai 2007. Da fließt die Stimmung mit ein, da schließen Bewertungen mit ein. Das ist also ein Index, der hier von der Bank of America entwickelt wurde, der so ein bisschen das gesamte Umfeld versucht abzubilden. Also wir haben schon eine gewisse Euphorie. Wir haben derzeit wenig Grund zur Sorge scheinbar. Die Wirtschaft läuft super in den USA vor allem. Wo ist das Problem? Die Fed sagt, wir wollen die Zinsen absehbar nicht anheben, also macht euch keinen Stress. Hier nochmal die Asset Allocation von US-Privatanlegern, so hoch wie seit Jahren nicht. Also da ist man schon sehr, sehr stark dabei. Allerdings zeigen neueste Daten, dass jetzt mit Öffnung der US-Wirtschaft die Leute etwas weniger Interesse an den Aktienmärkten haben. Deswegen auch zum Beispiel die Callbestände bei Optionen etwas zurückgegangen. Und wir sehen hier, normalerweise kommt jetzt eine sehr günstige Zeit. Oben MSCI ACW. WI, das ist praktisch der Weltindex, hier als ETF von MSCI abgebildet, normalerweise eben April eine ganz gute Zeit. Unten sehen wir hier in den USA Nachwahljahr und durchschnittliches Jahr, da sehen wir, die Nachwahljahre sind normalerweise etwas schwächer, aber im April geht es irgendwie immer besonders gut nach oben. Und wir haben jetzt ja diese Freude über das geplante Infrastrukturprogramm von Joe Biden. Wir haben die Aussage der Fed, alles ist gut. Wir haben die Wirtschaft, die ziemlich heiß läuft derzeit, wie wir jetzt kürzlich gesehen haben. Zum Beispiel gestern im ISM Index Service deutlich über 60, viel besser als erwartet. Also auch hier wieder einer der besten Werte der letzten Jahre. Hier kurz zuvor wurde dann von Market der Einkaufsmanager-Index veröffentlicht. Da heißt es dann, die größte Sorge ist Inflation. With price gawks hitting new survey highs in March as demand often exceeded supply. Also die Nachfrage ist größer als das Angebot. Das ist genau das Problem, das wir in letzter Zeit oft sehen. Gerade wenn jetzt Wirtschaften wie in den USA wieder praktisch komplett öffnen, dann sehen wir, dass die Nachfrage gerade durch diese Stimulus-Checks dann nochmal deutlich anzieht, aber die Produzenten gar nicht hinterherkommen, weil eben oft die Rohmaterialien fehlen, weil Lieferzeiten sehr lange sind und das treibt die Preise nach oben. Man versucht, diese Preissteigerungen weiterzugeben, das ist teilweise gelungen, ich wiederhole mich hier aus den letzten Videos, aber eben nicht komplett gelungen und das ist genau das Problem, was vielleicht dann den Märkten auch droht, wenn wir uns dann die Quartalsberichte ansehen werden bald. Über das erste Quartal, dass die Unternehmen sagen, ja, wir hatten deutlich höhere Kosten und die konnten wir nur teilweise weitergeben. Das frisst dann in die Marge, das ist genau das Problem. Das hatte ich auch im ISM Gewerbe gezeigt aus der letzten Woche mit dem besten Wert seit 1983 und eben auch der Aussage, starke steigende Preise an allen Fronten. Und wenn wir uns die Aktienmärkte und den ISM mal anschauen,
Werte über 60 sind kurzfristig meistens gar nicht so gut. Da sind sogar in den nächsten Wochen, normalerweise in den nächsten 3 Monaten, ist die durchschnittliche Performance dann der Aktienmärkte des S&P 500 sogar negativ, längerfristig dagegen dann wieder positiv. Das sollte man hier im Hinterkopf behalten. Und jetzt hat sich die Fed geäußert in Gestalt von Loretta Mester. Das ist so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner der Fed. Das ist so jemand, der immer so im Mittelfeld rumschwimmt, also weder besonders hawkisch ist, noch besonders dovish ist. Also sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner der Meinungen innerhalb der Fed. Und die hat gesagt, ja, wir werden eine höhere Inflation in den nächsten Monaten sehen, aber ich glaube nicht, dass die nachhaltig ist. Das ist sozusagen das Mantra der Fed. Und dann sehr interessant die Aussage, we are not concerned with rise in bond yields. Wir machen uns keine Sorgen über den Anstieg der Anleiherenditen. Ergo, wir werden erstmal nichts tun, werden hier nicht intervenieren. Das wird erstmal so weiterlaufen. There's nothing the Fed should react to, also die Fed sollte darauf nicht reagieren, und das dürfte bedeuten, auch wenn wir jetzt nicht wirklich in der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe weiter gestiegen sind, aber es dürfte bedeuten, dass wenn dieser inflationäre Druck weiter anhält, die Renditen auch weiter steigen dürften. Jetzt die Frage, wie geht es denn weiter eigentlich mit dem Infrastrukturprogramm von Joe Biden? Das wurde ja schon so ein bisschen als Fakt eingepreist, aber gestern hat sich Mr. Manchin gemeldet, einer der einflussreichsten Demokraten, eher auf dem rechten Spektrum der Demokraten angesiedelt, und der hat gesagt, also Unternehmenssteuer von 28%, Anhebung von 21 auf 28%, mit mir nicht, maximal 25% würde ich da sehen. Genau das dürfte auch die Linie der Republikaner sein. Jetzt braucht aber Joe Biden jede Stimme im Senat. Wenn nur einer sagt, ist nicht, dann würde das schon mal nicht funktionieren. Manchin hat gestern gesagt, ja, es sind 6, 7 Demokraten im Senat, die ähnlich denken wie ich. Das heißt, so wird das nicht durchgehen, was Joe Biden hier geplant hat. Das würde bedeuten, es kann nur durchgehen, wenn die Unternehmenssteuer nicht auf 28 steigt, sondern auf 28%, sondern maximal auf 25% steigt. Aber das wiederum bedeutet, dass die Refinanzierung dieses Infrastrukturprogramms, die ja in den nächsten 15 Jahren gelingen soll, nicht gelingen kann. Denn das sind die wesentlichen Einnahmen, die der Staat dann hätte, um diese Infrastrukturausgaben zu refinanzieren, wird also nicht klappen, und so wird dann wahrscheinlich, falls dieses Infrastrukturprogramm kommt, das ja auch sehr viele Sozialpläne enthält, wird es genauso sein wie bei Trumps Steuerreform. Finanziert sich niemals von selber, das ist immer gelogen, das ist immer sozusagen die Illusion, die geschaffen wird. Vielleicht glauben diejenigen, die diese Illusion schaffen, selber dran, keine Ahnung. Jedenfalls sieht man, das würde nicht funktionieren, wenn die Steuern auf 28% steigen würden. Würde das mindestens 10% in die Margen der S&P 500 Unternehmen fressen. Und dann jetzt eben auch die Frage, wird dieses Infrastrukturprogramm kommen? Auch die Republikaner wollen Infrastruktur machen, aber eben nicht so grün wie die US-Demokraten unter Joe Biden. Das soll also mehr Asphalt und weniger Green Energy werden, sozusagen. Schauen wir uns nochmal an in Sachen Inflation. Hier sehen wir zum Beispiel bei kleineren Unternehmen Jobs hard to fill, also Jobs, die man schwer besetzen kann, weil praktisch die Leute fehlen. Dazu ist jetzt auf einem Allzeithoch. Das ist ein vorauseilender Indikator dafür, dass wir wahrscheinlich bald Lohnsteigerungen sehen werden. Das dürfte den inflationären Druck dann verstärken. Und wenn wir uns jetzt mal hier die weltweiten Einkaufsmanager-Indizes anschauen, sehen wir die 10-jährige Anleiherendite aus den USA und diese Einkaufsmanager-Indizes, die laufen meistens doch sehr kongruent. Jetzt sind die Einkaufsmanager-Indizes vorausgelaufen, und das könnte bedeuten, dass wir dann eben eine weiter steigende Rendite sehen. Und das sehen schon die Fed Fund Futures voraus, die jetzt schon für Ende 2022 2 Zinsschritte der Fed, also 2 Zinsanhebungen, 0,5%, antizipieren. Und abschließend, meine Damen und Herren, hier noch zu China. Wir hatten hier in Sachen Einkaufsmanager-Indizes wieder bessere Zahlen. Hier vom Kaixin China Composite PMI mit 53,1 besser ausgefallen, Services auch besser ausgefallen. Auf der anderen Seite hat China durchblicken lassen, dass man die Kreditvergabe ein bisschen drosseln wird bis Jahresende. Nicht so gut für die Märkte, denn Chinas Liquidität ist sehr wichtig. Und was ein Belastungsfaktor übergeordnet werden kann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, ist, dass China offenkundig ernst macht mit Taiwan. Da sind jetzt mit Flugzeugträgern werden weitere Übungen direkt vor der Küste von Taiwan gemacht. Eine Provokation. Meine These, Xi Jinping will unbedingt, der Führer
der kommunistischen Partei will unbedingt Taiwan noch heimholen als sein Lebenswerk. Wir sehen insgesamt, dass die Stimmung zwischen den USA und China nicht gerade besonders positiv ist. All das passiert eher so hinter den Kulissen, nicht so viel mit Tamtam wie bei Donald Trump, aber es passiert trotzdem. Das wird noch ein Punkt, über den wir zu reden haben werden. Also, das ist die Ausgangslage, meine Damen und Herren. Wir sind extrem bullish, es kann nicht schief gehen, Wirtschaft läuft ein bisschen heiß, Inflation dürfte weiter das große Thema bleiben. Dollar wird sehr wichtig, der ist schwächer geworden, das hat den Aktienmärkten ein bisschen geholfen. Bleibt das so? Das ist die große Frage. Die Luft wird technisch gesehen, vor allem beim S&P, beim Dow Jones, dünner. Der Nasdaq könnte noch ein bisschen Platz haben, der DAX. Der schwimmt so ein bisschen mit. Es ist sehr viel Euphorie derzeit der Fall. Das heißt nicht, dass es jetzt sofort nach unten geht, aber es heißt eben, dass dann perspektivisch so ein bisschen die Käufer nicht mehr so zahlreich der Fall sind. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.